Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 8 von Shapes.io. Ja, wir sind hier in dieser Baugeschichte unterwegs, dass wir die Sternchen, die roten da haben und die gelben da drauf packen. Wir haben letztes Mal aber schon gesehen, dass wir hier noch Platz haben, also wir können das noch ausbauen. Wir sehen hier unten, dass hier auch kein Stau von den gelben Dingern ist. Das heißt, wir sollten definitiv auch die gelben vorantreiben, dass die vielleicht schneller produzieren. Das müssen wir dann hier irgendwie bewerkstelligen, dass wir hier was vom Band runterkriegen. Ja, was kann man hier machen? Kriegt man das irgendwo hin? Da läuft nichts weiter hier, glaube ich, oder? Kann das sein? Also die ganzen gelben gehen da nicht rüber. Ne, ich glaube, das ist doof hier am Laufen. Wenn das schon nicht klappt, ne, dann kannst du... Ja, weiß ich auch nicht. Gut. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns darum nach dem Intro, weil das haben wir noch gar nicht abgespielt, ne? Bis gleich. So, dann gucken wir mal, dass wir hier in dieser Baustelle was machen. Ich weiß aber noch nicht was. Also wir kriegen hier oben ja schon mal die gelben noch raus. Aber das ist hier alles schlecht am Laufen. Das haben wir wieder viel zu eng gebaut, ne? Sieht man schon, ne? Ich könnte hier noch grüne abnehmen. Aber ich kann hier keine roten abnehmen, ne? Lass mal den grünen hier nochmal abnehmen. Gehen wir den Tunnel hier raus. Dann kriegen wir da die grünen weg. Machen das hier so rum. Und bauen einen Tunnel. Und da nach da. Dann haben wir sie auf dieser Seite. Brauchen wir jetzt die roten noch. Die wir hier irgendwo rauskriegen müssen. Wenn ich den jetzt da reinbaue, müsste das doch auch funktionieren, oder? Und dann kann ich doch hier noch einen abnehmen, oder? Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. So, jetzt müssen wir nur gucken. Das ist der Farbmischer. Der so hin muss. Ja. So, dann haben wir gelbe hier neu. Ganz frische gelbe. Die dann zu Kreisen werden müssen. Die Kreise sind hier. So, und dann müssen wir hier gucken, dass wir hier die Kreise abnehmen. Würde ich jetzt da machen wollen. Gehe mit dem Band dahin und mit dem Tunnel darüber. Okay. Ja, doch, passt schon. Und gehe dann mit dem Tunnel darüber. Bau die da dran und komme mit dem nach da. Ich glaube, so passt so, ne? Rolle dran. Falsche Rolle, die ist die richtige dann. Passt. Von hier geht es nach da unten. Und ja, da wird zusammengefügt. Wir nehmen mal den hier, ne? Und der muss jetzt gerade runter, damit er da reinläuft. So, jetzt laufen die hier rein. Und schwupps, gehen die immer unten durch, oder? Ich hoffe, wenn der hier zu ist, dass die anderen dann auch darunter gehen. Also rote sind genug da, die gelben war das Minimum. Falsch rum. Okay. Ist das so okay? Ich glaube, das läuft erstmal, oder? Aber die gelben stauen sich nicht, ne? Obwohl wir jetzt mehr gemacht haben an gelb, passiert hier noch nichts. Oder braucht er seine Zeit?
Wenn ich das jetzt hier richtig beobachte, geht der obere, glaube ich, immer drunter her, oder? Also wenn das Band voll ist, dann geht immer die nach da unten, oder? So, warte mal, jetzt ist der da. Der geht runter. Der geht runter. Ja, ich glaube, das war gerade gut zu sehen, dass der runtergeht, aber bin mir nicht sicher. Hier ist noch alles topfit. Da sich es hier noch staut, ist es ja eigentlich auch kein Problem jetzt, hier nochmal so einen Malermeister hinzubauen. Kriege ich das irgendwie so hin? Nee. Da ist schon schlecht, ne? Aber da muss das hier reingehen, oder? Das sieht doch gut aus, oder? Nee, da muss ich den haben. Das passt. Der geht da dran. Hier unten müssen wir auch so einen haben. So. Und der geht da dran. Und da bauen wir einen Tunnel drunter her. Der kommt da raus und geht da rein. Und der kommt von da nach da. Und der weg. Der weg. So, jetzt werden es mehr. Ach, da unten ist schon alles voll. Guck, jetzt stehen sie hier gelb. Jetzt, wo ich noch mal was gemacht habe, ne? Jetzt ist hier der Stau natürlich auch weg, ne? Ja, weiß jetzt keiner, warum eben haben sie sich bis da oben hin gestaut. Eigentlich müssten sie sich ja hier noch voll stauen, ne? Aber na, es kommt nur jeder Zweite durch, deswegen wahrscheinlich. Aber ist nicht so schlimm, die Gelben sind erstmal unterwegs. Jetzt ist die Frage, verliest man dort noch Platz? Das bedeutet, wir müssen hier nochmal Sternchen holen und Gelbe holen. Die Gelben nach oben, die Sternchen nach unten. Okay. Bedeutet, baue ich den hier so ein? Die roten nach unten, die gelben nach oben. Also bringt das jetzt hier gerade so nichts. Dann bauen wir den mal da so hin. Bauen den da so hin. Bauen den. Ah, jetzt habe ich T gedrückt. Wollte aber R haben. Bauen den da so hin. Bauen das so dahin. Hier gibt es den Tunnel, der das da drunter her schiebt. Und da brauchen wir das Teil, was uns die Teile baut. Und dann können wir da wer muss denn das sein? Der. Und den rotieren wir jetzt. So, jetzt laufen die da rein. Jetzt müsste das Band voller werden, ne? Wenn nicht zu voll. Ne, da gab es noch eine Lücke. Da gibt's. Warte, jetzt müssen wir. Ah, jetzt kommen immer zwei. Ja, aber es sind noch Lücken da. So, kurz gucken. Und die roten sind jetzt in Unterzahl. Gelben stauen sich jetzt. Auch hier ist die gelbe Farbe jetzt interessanterweise wieder am Stauen. Okay. Ich glaube, wir gehen erstmal ins Zentrum gucken. Ach, wird gar nichts hier gesammelt. Was haben wir denn da gemacht? Ach so, hier ist das. Okay. Ich glaube, die laufen, die laufen. Der läuft nicht, der läuft. Ja. Alle anderen laufen, glaube ich, nicht. Sind ja auch grün. Das heißt, wir müssen jetzt überlegen. Also diese Sternchen, das sind die drei, die da reinlaufen, brauchen wir jetzt. Jetzt müssen wir irgendwann diese Form machen, aber ich habe noch keinen blassen Schimmer, wie ich die gemacht wird. Ich glaube, wir müssen hier dieses Viereck aufreißen.
und einen Kreis aufreißen. Boah, das wird spannend. Ne, der ist falsch, da brauchen wir den. Jetzt würde ich dann hier was rausnehmen. Bau das mal gerade hier hoch. So, den müssen wir da schneiden. So. Jetzt kommt der so geschnitten da raus. Links, rechts geschnitten. Wir müssen den drehen. So rum, dann ist der unten. Jetzt müssen wir den nochmal drehen. Dann ist der oben. Den müssen wir jetzt durchschnippeln. Okay, das geht nicht so ganz, wie ich es mir vorstelle. Machen wir es dahin. So. Jetzt muss der gedreht werden. Die beiden kommen dann auf ein Band, weil sind passend. So, und dann, das war die untere Hälfte, die jetzt nach oben transportiert wird. Und jetzt müssen wir diese beiden wieder zusammenbringen. So, jetzt müsste da eigentlich ein Dreiviertel rauskommen, oder? Genau so ist es. Und jetzt brauchen wir das Viertel. So. Ja. Ich mache mal so viele. So passt es erstmal. Fließband verbinden. Und es muss hier wieder geschnitten werden. Können wir eigentlich so machen, oder? Ja. So, jetzt kommen da zwei halbe raus. Beide müssen wieder gedreht werden. Also der. Aber gedreht werden müssen sie so oder so. Warte mal, dann können die beiden ja auch wieder zusammen, weil wie die da jetzt reinlaufen und geschnitten werden, ist erstmal. Nee, doch, nee, da wir haben keine Sortiermaschine in dem Sinne, ne? Gut, das bedeutet. Warte mal, wer kann schnippeln? Der kann schnippeln, dann geht's auf der Seite. So, der muss schon gedreht werden. Aber ich glaube, den brauchen wir nur einmal drehen, damit er passend ist. Genau so ist es. Das bedeutet, der kommt einfach nach da. Und der kommt auch nach da. Und dann kommt der Layer dahin. So, jetzt müsste das eigentlich das Passende sein, was wir haben wollen, um es dann blau zu färben. Und die Färbemaschine ist da, voll cool. Okay. Fließband hier. Malermeister ist da. Muss andersrum. Passt nicht ganz, aber kriegen wir jetzt gleich hin. So, was fehlt ihm? Der Nachschub von hier. Weil dieses Band da voll ist, geht das nicht. Das bedeutet, die müssen alle weg. Nach da rechts. Ach Gott, hier müssen wir auch noch. Hochkompliziert wird das. Ja, ich glaube, wir brauchten hier gar nicht so viele machen, aber ist jetzt erstmal egal. Wir kriegen die erstmal gedreht.
arbeiten hier so rum. Okay, Shift-Taste hätte einen Vorteil gebracht, ne? So passt es. Und so passt es. Jetzt müssten die gebaut werden, tun sie auch. Wo muss der hin? Da oben. So, ja, die sind aber noch gar nicht fertig, sehe ich gerade, weil da muss ja noch was Weißes drauf, ne? Kreise sind aber da. Aber wo kriege ich weiße Farbe weg? Weiße Farbe sind bestimmt alle Farben übereinander. Okay. Das heißt, ich muss das Blaue mit dem Gelben haben noch. Hier ist das Gelbe. Okay. Dann ziehe ich den mal da raus. Machen wir da einen Tunnel. Gehen weiter hier rüber. Der Blaue ist da, ja. Bauen da nochmal einen Tunnel. Und bringen das hier runter. So, jetzt müssen wir hier das Blaue noch rausbauen. Okay, irgendwas ist fertig geworden. Bringen das da hoch. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das in Weiß kriegen. Ja, ist weiß, das brauchte ich. Super. So, jetzt müssen wir hier diese hier kriegen, die ich da raushole. Und dann da erstmal so lang baue, dass die hier runterkommen. Warte mal, der Blaue war der. Oh. Wenn wir das jetzt wüssten, ne? Ah, dann müssen wir hier gucken, dann wissen wir das gleich. Okay, der Rote ist der untere, das heißt, der Blaue ist der untere. Ach, hier sind wir erstmal mit der Farbe beschäftigt noch. Also Blödsinn, was ich gerade mache. Ne, der muss es sein. Dann muss der da erstmal rein, damit die Kreise bunt werden. So, jetzt haben wir dann rund-weiße Kreise. Jetzt wird es spannend, die da hinzukriegen. Wir müssen den hier haben. Machen wir dahin. Kommen wir mit dem darüber? Nee, das wäre doof. Aber so geht's. Gucken, ob das passend ist. Nee, genau umgekehrt, war klar, ne? Das bedeutet, wir machen das so erstmal. Und hier brauchen wir noch einen Tunnel, der von da nach da geht, passt. So, hier geht es natürlich nicht weiter. Ja. Verbaut, ne? Ach nee, nicht verbaut. Ich kann ja direkt da auflegen. Diese. Und den brauchen wir. So geht's. Und so geht's. So, die waren noch falsch rum.
So, da. Ne, der ist auch noch falsch rum, der ist auch noch falsch rum. Jetzt muss der erste richtige kommen. Ne, auch noch nicht. Okay, die kommen ganz blau da an. Warum kommt hier keiner fertig raus? Okay, wir müssen hier weitermachen, dass das noch richtig läuft. Hier fehlen sie jetzt. Wo fehlt es denn jetzt hier dran? Ne? Aha. Nee, das ist ja erstmal. Ach so, die müssen weglaufen, damit das klappt. Okay. Warte mal, dann bedeutet das, wir brauchen hier noch wieder eine Schere. Jetzt schneidet der. Aber hier geht es nicht weiter. Ich weiß noch nicht warum. Ach, weil zusammengefügt werden muss und hier geht es mit dem Zusammenfügen nicht. Kann das sein? Wir schneiden die. Warum passiert hier nichts? Okay, ich denke mal, diese Stelle, die werden wir in der nächsten Folge dann machen müssen. Was ist jetzt hier? Hier, diese drei sind fertig. Also dieser komische Pilz ist da durch. Dann machen wir da weiter. Okay, da gibt es so einen. Die Pilze brauchen wir noch. Aber hier, diese Sterne müssen dann auch neu kommen. Ich glaube, die laufen da nicht rein. Wir sind aber nächstes Mal hier noch mit dran. Ne? Und müssen dann auch noch die Sterne da hochbringen, die grauen. Und hier müssen wir noch genau überlegen, was wir hier falsch gemacht haben, damit das läuft. Okay, würde ich aber sagen, erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.